Hallo, herzlich willkommen zu Backen und Kochen mit Stefan. Diesmal möchte ich mit euch Birnenstreifen mit Streuseln auf Blätterteig herstellen. Dazu, wie der Name schon sagt, benötigen wir Birnen aus der Dose, das ist am besten. Wir brauchen Butter, etwas Aprikosenmarmelade oder Gelee, Mehl, geriebenes Marzipan, Zucker und natürlich Blätterteig. Ich nehme da fertigen. Wenn ihr den selber machen möchtet, könnt ihr gerne machen. Mir ist das persönlich zu viel Arbeit. Um ein bisschen Platz hier zu bekommen, fangen wir mit den Streuseln an. Und dazu mischen wir zuerst Mehl und Zucker kurz durch. Nun geben wir die Butter dazu. Sie sollte recht weich sein. Und das geraspelte Marzipan. Und verrühren alles vorsichtig mit dem Mixer und Knethaken. So, wenn das nichts mehr bringt, müssen wir die Hände nehmen. So, wenn wir die Streusel vorbereitet haben, können wir uns um den Blätterteig kümmern. Dazu schneiden wir die Blätterteigstreifen in etwa 1,5 cm am Rand zu. Ein wenig Wasser, kleben den Rand fest. Jetzt schmieren wir die Platten mit etwas Aprikosen, Gelee oder Marmelade ein. Halben Birnen halbieren wir nochmal. Verteilen etwa 3 Stücke darauf. Vielleicht machen wir sie noch kleiner. Darauf die Brösel. Und nun im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Umluft für 25 bis 30 Minuten auf der untersten Schiene backen. So, ihr seht, die Blätterteig, Streusel, Birnenstreifen sind fertig. Sie haben jetzt bei mir 25 Minuten im Backofen verbracht. Die Menge reicht, also von den Streuseln und Birnen und ähnliches, die Mengenzutaten reichen für 6 solcher Streifen. Die nächsten 3 sind nämlich schon im Backofen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet beim nächsten Mal ein.
wenn es wieder heißt Backen und Kochen mit Stefan. Und bis dann sage ich Tschüssi!